Ja, moin moin und herzlich willkommen zum Kartenchaos Hearthstone. Wir hatten das gestern am ersten Weihnachtstag schon und auch heute am zweiten Weihnachtstag gibt's Kartenchaos, weil ich will diese Quest beenden. Ich finde nicht, dass die Karten jetzt so schlecht sind, dass ich die komplett ändern müsste, um Kartenchaos zu gewinnen. Ich habe leider schon 4 Partien gehabt und nie gewonnen. Tja. Und ich musste auch nochmal gewinnen, weil ich habe auch die Quest gewinne 5-mal Kartenchaos und mir fehlt nur noch einmal, weil ich letzte Woche nicht 5 Siege hinbekommen habe, also einfach zeitlich nicht. Ja, von daher. Oh, wir haben gestern schon gegen einen Priester gespielt, relativ hoch verloren. Schwierige Karten, die kann ich irgendwie alle nicht gebrauchen. Gut, die erste hätte ich vielleicht behalten können. Okay, geht. Damit kann man was anfangen. Er wird ja wahrscheinlich in der ersten Runde nichts machen. Ach, guck mal, er hat die auch drin. Angenehmes Winterhauchfest. Oh, mal nett sein, ne? Oh, pennt er gerade, oder? Gut, spielen wir die jetzt. Auch die gefällt mir. Eine schöne Sportkarte. Seid ihr mein Meister? Oh no! Ich glaube, die letzten Matches, an die ich mich erinnern kann, die gegen ein Chitun ging, habe ich verloren. Ja, lassen wir so. Ich werde gleich die Münze nutzen, um die gute Sternsucherin zu spielen. Obwohl, das ist gar nicht so schlimm. Ich brauche ihm nur eine Banane geben. Pass mal auf. Zack. Dann kann ich die andere aufsparen. Okay, das hätte ich mir anders gewünscht. Ich hätte gerne die, dann hätte ich nämlich noch eine Karte ziehen können. So, jetzt kann ich zwar die Sternsucherin noch nicht spielen, das macht aber nichts. Zack. So nehme ich das auch. 2-4 ist auf jeden Fall für ihn ein bisschen ätzender. Okay. Auch nicht schlecht. Der bringt ja jetzt nicht so viel. Pass auf, wir machen jetzt einmal die junge Dame. Die Sounds, ne? Richtig gut. So, dann einmal die. Und dann kriegt er mich zumindest mit der Handkarte erstmal nicht weg. Und ich gehe Face. Ruf dieses Mal ein Gnoll mit Spott herbei, wenn dieser Diener Schaden erleidet. So soll's sein. So, die können wir uns auch noch ein bisschen aufbewahren. Wahrscheinlich. No. Warte mal. Vernichtet einen befreundeten Diener und fügt allen feindlichen Dienern Schaden zu, der seinen Angriff entspricht. Das ist auch sehr, sehr cool, wenn er das Deck irgendwie volllegt. Oha. Okay. Schade. Ja gut. Also mit der Situation konnte ich jetzt aber sehr gut leben. Und zwar. Und zwar wäre mir die aktuell noch zu wertvoll. Ich frage mich, Ich frage mich auch, ob. Ich bin mir da unsicher. Ich glaube, ich probiere. Folgendes. Könnte besser sein. Ist jetzt nicht meine Wunschkarte gewesen. So eine schöne Sport, so eine fette Sportkarte wäre gut gewesen. Ist halt leider sehr random, ne?
Aber du kriegst halt eine Karte damit weg. Also. Vielen Dank! Das war bestimmt ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Der hatte wahrscheinlich keine Zeit mehr oder seine Internetverbindung ist abgebrochen. Habe ich relativ selten. Aber hier, guck, 60 Münzen. Schön mal aufgeräumt hier. Kriegen wir auch morgen wieder eine neue Quest. Sehr gut. Nochmal 10 für 3 Spiele gewonnen. Und dann packen wir, aufgrund dessen, dass es jetzt so kurz war, packen wir hier nochmal die Packung aus, sozusagen. So. Und dann habe ich auch gleich nochmal eine Frage. Eine Legendary. Entschuldigung, dass ich gerade so reingeschrien habe, aber ich habe jetzt nicht zwingend mit einer Legendary gerechnet. Ja. Ja. Die ist ziemlich fett. Für 3 Mana. 5-5. Was natürlich ärgerlich ist, gibt eurem Gegner 2 Bananen. Ich bin mir unsicher, habe ich König Muggler schon? Ich glaube nicht. Wir gucken mal rein. Ich glaube, den haben wir jetzt neu. Den guten König. König. Achso, hier. Ja, einmal. Warte mal. Genau anzusehen. Sehe ich? Ja, einmal. Genau. Entzaubern 400. Kann ich mir auch noch überlegen, ob ich die irgendwo ins Deck mit einbaue oder halt nicht. Ich wollte hier nochmal kurz. Oh, guck mal hier. Überzählige Karten entzaubern. Sehr nice. Entzaubern. Wir haben auf jeden Fall ein paar, um auch wieder 1, 2, 3 Karten herstellen zu können. Wenn wir mal die Decks wieder verändern wollen. Gucken wir mal. Frage an meine YouTube-Zuschauer, Hearthstone-YouTube-Zuschauer. Ich habe. Ah, ne, nicht üben. Ich habe ja soweit alle Dinger da, ne? Schwarzfels, Forscherliga, Karazhan. Gut, ich habe jetzt die Herausforderung hier nicht gespielt. Warum? Weil die Karten bald rausfliegen. Also die gibt's dann nicht mehr. Meine Frage wäre aber, hättet ihr Bock, mich mal hier heroisch gegen die Kämpfe zu sehen? Wahrscheinlich tendenziell aber Karazhan. Schreibt das einfach mal rein. Ansonsten haue ich dann einfach mal die nächsten Folgen, also so eine Serie, dann mit Karazhan heroisch hier ran. An die Playliste. Außer wenn ihr sagt, pff, egal, Ladder, Kartenchaos, Arena, das passt schon. Macht das mal, dann passt das auch. Aber ansonsten, jo, würde ich sagen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen zweiten Weihnachtstag. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Gonchi. Tschüss.